Bullseye. Oha! Das frage ich. Ach du Scheiße, was wird denn das jetzt sein? Bonuslevel? Okay. Ein Bonuslevel. Okay. Ja, was ausbuddeln? Yes. Wir komplettieren das jetzt einfach. Bonuslevel, alles klar. Tja. Haben alle gedacht, hier Episode 43 ist die finale Episode, wa? Also mir inklusive. Es gibt hier auf jeden Fall gut Steinchen, aber gut, das macht jetzt keinen Sinn mehr für uns, ne? Hier gut Steinchen einzusammeln. Wir können mal hier tauschen. Ah, ne, können wir nicht. Ach, weil wir Geschichte sind. Aha, ich wollte schon sagen, wir können tauschen auf Marty. Aber können wir gar nicht. Bin ich gar nicht mehr gewohnt, nicht mehr im freien Spiel zu sein. So, hier der Dreizack. Und irgendwo hier ist eine Golddublone oder sowas. So, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, irgendwie dachte ich, man kann das kaputt machen. Kann man auch. Das Zeug hier leuchtet. Das hier leuchtet auch. Sehr schön. Okay. Was brauchen wir? Gute Frage. Was brauchen wir denn hier? Hä? Ich bin ultimativ verwirrt. Schön, dass uns das letzte Level nochmal geistig fordert, ne? Oh, da ist doch einer. Das ist doch einer von denen, oder? Yes, sehr schön. Ah, wir müssen wieder drücken. Sehr schön. Ganz vergessen, wie das Ding funktioniert. Müssen wir jetzt nur so lange kämpfen, bis dann der andere auftaucht, oder was? Ich meine, es ist ein bisschen langweilig, wenn wir unsterblich sind, ne? Aber gut, was soll ich tun? Haben wir uns verdient, das Privileg, wa? Oh no. Ich wollte gesagt, nicht festbacken, bitte. Okay. Komm her. Komm her. Und jetzt schick mir den. Ja, da ist er doch. Da ist er doch. Da kommt da. Kommt da angeslidet. Wir setzen uns hier die. Was ist das? Ist das eine Bionicle-Maske oder was? Sieht aus wie Bionicles, Digga. Oh. Ja, ist ja unfair, wenn ich da nicht hinkomme, Digga. Komm her. Let's go. GG oder was? Warte. Ah, hier. Ah, jetzt müssen wir hier Barbossa kaputt machen. Okay. Ich verstehe, ich verstehe. Nicht ganz so spektakulär, wie es aussieht, ne? Ein bisschen unspektakulär, das Level, bin ich ehrlich. Ein bisschen Sachen kaputt machen, ein bisschen fighten, das. Fehlt der Pep? Fehlt die Herausforderung? Oha, hoho, gleich komme ich wieder. Pass auf. Na komm, na komm. Let's go. Jetzt lacht er sich viel. Boah, Digga, muss das? Komm. Komm, komm, komm. Please come again. Haha, ich hab den Dreizack abgeworfen. Let's go. Huch. Let's go. Dreizack Main sind wir jetzt. Wir sehen jetzt Dreizack Main. It's me. Bam. Let's go. Und noch einmal. So, und da haben wir dann. Boah, weiß ich gar nicht, für was wir hier. Boah, aber wir haben nur drei von acht Kompass-Dinger, ne? Theoretisch. Theoretisch fehlt noch Kompass. Also muss das ja noch weitergehen, ne? Ich weiß nicht, ob das so ein vollwertiges Level ist in der Hinsicht. Aber wir werden es rausfinden, ne? Boah, wahrscheinlich müssen wir jetzt gegen David Jones hier unten oder so. Sind das. Ja, ja, ja. Okay, okay. I got it. Ja, na klar. Na klar. Na klar. Wir gehen ja nochmal alles in der Schnellfassung durch. Boah, weiß ich nicht. Muss das? Muss das?
Ich weiß auch nicht, für was es hier Gold gibt. Einfach nur fürs Schaffen? Für den Kompass? I'm not sure. Aber für irgendwas. Ich meine, hier, Flaschen gibt es hier offensichtlich nicht. Außer mir. Das wir haben jetzt Davy Jones und dann haben wir Blackbeard, ne? Ist noch irgendwer? Gibt's sonst noch irgendwen? Wer war der Bösewicht im dritten? Weil Davy Jones ist doch eigentlich im zweiten, oder? Boah, manchmal schon doch. Ich glaube. Ist es Barbossa? Okay, gibt's hier eine Fackel? Ja. Nehmen wir mal die Fackel. Barbossa? Dann Davy Jones. Was ist eigentlich der zweite, glaube ich. Und dann haben wir Blackbeard. Aber. Oh, guck mal, da ist so ein Warp-Portal. Aber gut, wir haben hier kein Fleisch. Aber hier gibt es auch noch Fleischspiel, ne? Aber ich. Stimmt. Kommt der Fleischspiel noch? Oha, okay, ich bin verwirrt. Haben wir noch mehr Bonus-Content, als ich dachte? I don't know. Time will tell. Time will tell. Goodbye. So, und das andere Ding wird dann irgendwo rechts sein, ne? Gehen wir irgendwo nach rechts. Verjagen da mal das Dingens. Warte. Hier. Eine Kanone-Sofa. Jawohl, sehr schön. Gut. Haben wir Kompass komplett? Ja, ich glaube. Ich kenne mich da auch nicht so präzise aus tatsächlich, aber das hier ist Davy Jones, glaube ich. Ich habe die Hälfte einfach durchs Spiel kennengelernt jetzt. Weil ich auch nur die ersten ein, zwei, vielleicht drei Filme gesehen habe, irgendwie sowas. Bei dem bin ich mir nicht sicher. So, dann fahren wir jetzt weiter. Wie gesagt, und es sind nur noch zwei Kompass-Dinger übrig. Ich gehe davon aus, dass nur noch Blackbeard kommt. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob Blackbeard sich dann über zwei Filme gezogen hat. Ob das irgendwie so ein Rerun von irgendwas war, ich weiß es nicht mehr. Ja, genau, und das Blackbeard. So, wir suchen kurz die Kompass-Dinger. Lass mich kurz in Ruhe. Ja, lass mich in Ruhe. Aus der Sonne. Ich bin ein Cowboy, ich bin Pirat. Naja, same thing. Eine Ente. Und eine Gitarre. Gebt alles im Weg. So, da haben wir nämlich den Kompass komplett. Aber es ist auch keine Anzeige hier zum Kompass, ne? Hier 8 von 8 oder so. Da weiß ich nicht, ob überhaupt der Kompass Gold bringt oder. Weiß ich nicht. Oder ob das im freien Spiel kommt. I don't know. I really don't know. Aber wir werden es noch herausfinden. Ja, er ist auf einer Banane ausgerutscht und gesterbt. Perfekt. So. Mädel, was machst du da im Wasser? Ist immer geil. Der zweite Charakter, also der NPC-Charakter quasi, ist auch wirklich literally ein NPC-Charakter. Also macht dem Meme, dem Begriff alle Ehre. So, jetzt kommt der Boss-Typi, also der, keine Ahnung, Heavy-Hitter unter den Vasallen. Und dann kommt, wie heißt er? Blackbeard. Und dann war es das wahrscheinlich. Und dann stellt sich mir nur noch die Frage, woher in diesem Level der goldene Stein kommen wird. Komm her, Blackbeard. Do it. So. Batz. Sehr schön. Und ob hier jemals ein Freispiel benötigt werden wird. Es gibt Freispiel, haben wir gesehen. Aber. Weiß nicht, wenn wir jetzt den Goldstein hier bekommen, dann werden wir das Freispiel nicht brauchen. Ne? Weil dann. Wenn wir das Freispiel nicht spielen. Nee, hier rein wollte ich. Abfahrt. Das Fahrgeschiff geschafft. Level abgeschlossen. Freispiel freigeschaltet. Haben wir den Goldstein bekommen? Das ist die Frage. Haben wir. Stimmt, Level abgeschlossen ist ja schon einer. Haha. True. Ganz vergessen. Ist ja gar nicht nur Warner Pirat Kompass und mein, hier, Dingsi. Let's go. 100%. Easy. Boah. Nee. Nee, da, boah. Dieses Intro ist so augenkrebsiger. Holy shit. Alrighty. We done did it. Wie gesagt, ich weiß nicht, warum es da frei Spiel gibt hier. Bauen schon Flaggenmast nochmal auf. Quasi zum Abschluss. Das Finale, das Geheime, das Bonus-Level.
Und damit haben wir 100%. 200 von 200 Flaschen. 20 von 20 roten Hüten haben wir schon länger. 20 von 20 Warnerpirat. 85 von 85 goldene Steine jetzt. Und 160 von 160 Kompasses. And that's a wrap. Alle Charaktere. Alles getan. Jedes Huhn vernichtet irgendwann. Ich glaube, wir haben alles getan, was es zu tun gibt. Und damit war es das mit Lego Fluch der Karibik. Let's go!